Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster mit dem Goromai. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr euch auch freut, ja, dann lasst ihr auf jeden Fall mal ein Däumchen da. Das würde mich sehr unterstützen. Und wir können dann auch gleich weitermachen. Baumaterial. Gibt es hier nicht Eisen dann? Metall? Es gibt noch diese Eisensäule hier. Was ist denn mit dieser Säule da? Ist das so eine? Nee, ne? Wand aus Metall. Gerüst. Gerüstrohbasis. Hier ist es doch. Das Ganze dann in einem schönen freundlichen Schwarz. Jetzt nur noch gucken, dass das hier hinpasst. Möchte ich denn? Rastergröße soll auf jeden Fall ein bisschen kleiner sein und Rasterhöhe auch. So dass es ein bisschen schick ist. Fertig, und das Gebäude möchte ich dann kopieren. So dass es da nicht rausguckt. Dann bearbeiten wir das und verschieben das Ding. Das ist tatsächlich okay, weil das dann nicht rausguckt. So, dann okay. Möchte ich auch nochmal kopieren. Brauchen hier unten auf jeden Fall eine. So. Ich glaube, das könnte, wenn wir die hier nochmal kopieren, könnte es das sein. Ich will es ja ein bisschen realistisch halten auch noch. Oh mein Gott, was habe ich denn hier gemacht? Okay. So geht das scheinbar nicht. Ich muss scheinbar hier wirklich gucken. Und dann müssen wir das Ganze noch einmal kurz bearbeiten. Deleten einfach mal die letzte hier. Dann sollte das auch passen. Und schon kann der Fighter von sich aus stehen. Es sieht immer noch gefühlt unrealistisch aus, aber besser als gar nichts. Ach du meine Güte. Das Ding hier zählt auch nicht als Gebäude an sich. Das ist natürlich schlecht. Aber gut, lassen wir das da mal so stehen. Wir können hier noch irgendwas so... Jetzt haben wir das natürlich auf Wüsten-Dings getrimmt. Habe ich dann nicht Naturregion Wüste? Kann man ja schon so ein bisschen verdorne Dinge machen hier. Oder hier durchfliegen. Und dann lassen wir natürlich noch mal Sci-Fi-Musik laufen. Bei der Station nachher. Kakteen lassen wir mal hier drüben so wachsen. So ein paar schicke. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Das so ein bisschen zu machen hier. Hier hinter den Hunden kommt noch so ein Baum hervor. Noch ein paar Kiefern hier hin. Machen hier drüben, machen wir noch eine richtig große Szenerie hin. Oder wir machen hier eine Mauer oder so ein... Noch so ein paar Essensdinger. Glaube ich auch nicht schlecht. So, dann gehören die auf jeden Fall zusammen. Hier so ein paar Büsche hin. So stelle ich mir das vor. Gut, das schwebt natürlich jetzt schon ziemlich sehr in der Luft, ne? Lassen
Lass mir das hier oben mal so ein bisschen rausgucken. Zack. Ist ja nicht schlecht. Wenn wir hier jetzt nochmal ein bisschen Wüstenflair reinbringen, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Könnte das hier das Wüstenflair hervorbringen? Ja. Tatsächlich so ein bisschen. Machen das erstmal als Grund, als Grundfarbe hier rein. So. Also ein paar Felsen hier. So ein bisschen sehr viel Sand. So stelle ich mir das vor. Das dann vielleicht ein bisschen kleiner nochmal. Bisschen Sand hier hin. So. Schon sieht das Ganze eher nach einer Westen-Area aus, aber. Aber kann ja nicht schaden, wenn wir das so in dem Stil ein wenig fahren. Es ist ja ein fremder Planet. Da sind wir uns ja mittlerweile sicher. Jetzt klatschen wir hier noch ein bisschen Szenerie rein. Wenn ich jetzt hier nicht noch irgendwas Sci-Fi-mäßiges... Gut, das ist jetzt überhaupt nicht Sci-Fi. Noch eine Baumsammlung hier hin. Glaube ich auch nicht verkehrt. Gebüsch ist fast schon zu grün. Das Ding können wir noch hier hinbauen. Müssen die Station auch noch machen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Bauen hier noch so einen Hund hin. Glaube ich nie verkehrt. Und die, die hier am Fighten sind. Wo waren denn die jetzt? Sputnik-Reisen. Bauen das mal hier hin. Wo waren das jetzt? Das Dingens. Wo die gegeneinander kämpfen. Ach, das ist so ein Wagen. Die UFOs kommen. Genau so hier wollte ich das haben. Die kämpfen hier unten irgendwo. Die kämpfen aber auch nochmal hier drüben. Wo sich das gehört. Dann aber mit anderen Vorzeichen. Die kommen ja aus mehreren Richtungen. Müssen aufpassen, dass die nicht... dass die sich nicht gegenseitig hier erschießen könnten. So wie ich das haben. So und nicht anders. Hier ist schon gut Krieg dann. Krieg der Sterne, Leute. Der Krieg der Sterne. Hier unten bekriegen sie sich ja auch noch. Man kann den Dingern, glaube ich, auch sagen, dass die sich nochmal... dass sie nochmal sterben sollen, ne? Oder? Nee. Bei Auslösen aktivieren. Ja, ist okay so. Denke ich mir mal. Unsere Bahn macht sich auf jeden Fall gut. Wir werden jetzt hier nochmal dann... Wartet mal. Ich glaube, ich habe das falsch gebaut. Die kommen da rein. Müssen aber auch da raus. So hier. So muss das sein. Platzieren wir den Eingang. Ich kann den gar nicht so weit hinten platzieren. Platzieren wir den mal hier so. Den Ausgang platzieren wir natürlich hier. Ich werde die beiden eh nochmal verschieben müssen, wenn ich jetzt hier an dem Gebäude arbeiten muss. Bauteile, und da möchte ich eigentlich gerne Metall haben. Auch was die Wände angeht und so. Aber vielleicht eine andere Farbe. Irgendwas Sci-Fi-mäßiges, was Dunkleres hier, genau, so ein bisschen. Irgendwas in dem Stil.
Das passt natürlich nicht. Kann ja genauso gut das Ding mal hier nehmen. Das passt da nicht hin. Deleten wir dich mal. Haben wir auch, haben wir. So. Ich werde hier aber nicht eine ganze Station machen. Die soll also nicht zu sein, sondern die soll oben offen sein. Habe ich mal gesehen, dass das auch ganz cool aussehen kann. Soweit mein Plan. Wenn das nicht funktioniert, dann ist das halt so. So. Kann ich nicht hier... Kann ich tatsächlich... Oh, guck mal, das würde sogar hinhauen. Würde sogar. Passt das dann auch hier in der Mitte? Nice. Das ist ja schon fast perfekt gebaut. Also, ich habe das zwar gebaut, aber es ist schon fast perfekt. Warte mal, wenn wir die hier wegnehmen. Dann können wir hier vielleicht so eine Fensterdinger reinsetzen. Und wobei, ich möchte eigentlich... das so machen und dann... das Ganze so. Sieht ganz cool aus. Vielleicht nicht so hundertprozentig, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... wenn wir oben jetzt so ein Gerüst draufsetzen... natürlich nicht in Rot, sondern vielleicht auch in Schwarz oder so ein ganz dunkelgrau. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich so ist, wie ich das gerne hätte. Sieht schon ein bisschen blöd aus. Das soll irgendwie so eine... was ist denn das? Ach, Wanddeko, okay. Wenn wir hier so eine Dinge ranbauen. Da und da. Auf der Seite passt das gar nicht. Machen wir da welche hin. So. Dann muss der hier mal verschwinden. Wenn wir das jetzt auch nochmal in der Farbe hier von den Zäunen machen könnten. Kopieren. Dann hier einfügen. Okay. Fahren wir das Ding mal nach oben hier. Soweit mein Plan zumindest. Kann ich nicht hier Winkelausrichtung? Genau. So, und dann hier hoch. Dahin so ungefähr. Dann das Ding mal verschwinden lassen. Da kommt das an. Hier versuchen, das Ganze gut anzudocken. Da so ein Plan. Weiß nicht, ob es hinhaut.
So irgendwie. Und dann hier in die Erde einzulassen. Das sieht jetzt nicht so hundertprozentig aus. Das liegt aber auch daran, dass das Ding hier nicht hundertprozentig glatt ist. Auch mit dem Ding hier. Hier oben können wir das immer noch machen. Wenn wir jetzt hier... Gibt es hier nicht irgendwelche... Doch, das hier. Und das möchte ich aber nicht in Rot haben, sondern auch in dieser Farbe. In dieser schnieken... In dieser schnieken Farbe. Dann machen wir das als... Als Dach. Stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich cool vor. Da oben gucken die Dinger ja eh raus. Dekoration brauchen wir hier gar nicht. Dekoration als Dächer haben wir gerade gemacht. Ich lasse das mal so aussehen. Ist, glaube ich, auch nicht falsch. Wenn wir dann hier oben nochmal so ein bisschen was machen. Können wir das Ganze, glaube ich, sehr cool aussehen lassen. Komm hier rüber, zack. Da können wir sogar noch einen mehr machen. Move. So, den klatschen wir auch nach oben hier. Dann war es das hier. Zack, zack. Oh, guck mal. Also haben wir sogar falsch rumgedreht. So, und auf der Seite ist... Ist auch falsch. M. Und dann versuchen, das Ding hier reinzubauen. So. So ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Das werde ich natürlich noch ein bisschen... Bisschen aussehen lassen. Ein bisschen schicker, aber ansonsten bin ich okay zufrieden tatsächlich. Es ist halt keine Station wie die hier drüben, ne? Sondern eine, die so aussieht, als würde das hier in die Szenerie passen. Hier vielleicht noch ein paar Hügel machen oder so. Und auch hier drüben würde ich noch ein bisschen mit Hügeln arbeiten. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare, dass es euch nicht gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.